Hallo Leute, hast du auch einen Anteil in dir, den du nicht leiden kannst, den du in dir ablehnst, den, wo du vielleicht ja sogar der Meinung bist, du hast den gar nicht und den dann bei anderen umso mehr bekämpfst? Dann ist dieses Video für dich. Hallo Leute, was geht? Heute würde ich gerne mal mit euch über das Thema Schatten sprechen. Was ist Schatten? Schatten ist für mich ein Anteil in dir selbst, den du in dir ablehnst und den du sozusagen ins Unbewusste verdrängst und er sich dadurch dann durch diesen Verdrängungsprozess im Außen zeigt und du dadurch dann einen Konflikt, der innerhalb von dir ist, zu einem Konflikt zwischen dir und einer anderen Person machst. Weil. Ja, sagen wir, du lehnst Geiz in dir ab, du findest Geiz total scheiße, dann wirst du automatisch versuchen, jeden Geiz in dir zu töten und auch jeden Geiz in einem anderen Menschen abzulehnen. Also wenn du jemandem begegnest, der den Geiz an den Tag legt, wirst du diesen Geiz, den er zeigt, nicht als Geiz von dir selber anerkennen, sondern du wirst den ablehnen und wirst ihn bekämpfen im Außen. Und ich bin gerade noch auf den Gedanken gekommen, dass es zwei verschiedene Arten von Schatten gibt. Einmal eben diesen unbewussten Schatten, diesen Schatten, der uns wehtut, wenn wir ihm begegnen. Aber es gibt, finde ich, auch noch, also kann man sich drüber streiten, aber den auch, ob man das auch als Schatten bezeichnet. Aber ich finde, es gibt auch den anderen Schatten, den man schon in sein Selbstbild eingeschlossen hat. Sozusagen die Dunkelheit in einem, die man schon in das Selbstbild integriert hat, die man sehr gut in sich annehmen kann. Was meine ich damit? Zum Beispiel gibt es ein Lied, das ich in- und auswendig kann von San Diego alias SpongeBoss, einem Rapper. Das Lied ist eigentlich ein extrem dunkles Lied, weil es geht im Endeffekt um die absolut maskulinsten Schattenthemen überhaupt, nämlich Macht und Hass und Vertrauensmissbrauch und überhaupt. Das ist halt ein ziemlich schwarzes Lied eigentlich. Aber immer wenn ich das Lied anhöre, habe ich so eine Power, so eine unglaubliche Kraft und Stärke in mir, dass ich das nicht unbedingt als was Schlechtes sehe, obwohl der Song eigentlich an sich was sehr Dunkles ist. Und was wäre noch ein Beispiel? Fleisch. Ich esse Fleisch und weiß eigentlich, dass ich das nicht tun sollte. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel für Schatten. Ich würde das auch als Schatten bezeichnen, weil es irgendwo die Dunkelheit ist. Aber diese Begegnung mit diesem Fakt oder mit der Tatsache, dass ich Fleisch esse, ist nicht schmerzhaft für mich. Im Moment zumindest noch nicht. Und ja, ich finde das eine gute Sache und überhaupt eine schön zu sehen, dass Schatten nicht unbedingt schmerzvoll sein muss, dass Schatten auch leidenschaftlich ausgelebt werden kann und dann ja, zu was Positivem wird dadurch. Ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Und überhaupt das Wochenende, wie das alles jetzt weitergeht. Für den Moment bin ich auf diesem Trip dreimal die Woche ein Video. Die Formate werde ich euch dann noch zu gegebenem Zeitpunkt sagen. Und ja. Genau, was mir gerade noch einfällt, nochmal zu dem Schattenthema. Was sich durch die Bank, durch erfolgreiche Menschen durchzieht, ist die Fähigkeit, Schatten, und zwar den Schatten, der wehtut, der Schatten, der unangenehm ist, dass die Fähigkeit, diesem Schatten zu begegnen, ihn auszuhalten und ihn in was Positives umzuwandeln, also quasi den schmerzhaften Schatten in einen positiven Schatten umzuwandeln. Dass das essentiell ist für Erfolg und dass das sozusagen sogar
das Erfolgsrezept schlechthin ist. Also ich habe mir vorhin mit einem Kollegen hier eine sehr alte DVD von mir angeguckt über Oliver Kahn. Der war sehr lange ein sehr großes Vorbild von mir und was er beschreibt, ist, dass er 1999 ein Champions League-Finale unglaublich unglücklich verloren hat und das sozusagen eine der schlimmsten Niederlagen war, die er je erlebt hat. Und dass genau das der Grund für ihn war, noch besser zu werden, noch robuster zu werden und noch stärker zu werden einfach. Und das, genau diese Einstellung ist absolut essentiell für Erfolg, weil für mich ist das so ein bisschen so, man kann sich das vorstellen wie so ein Windrad. Oben fühlt sich wunderbar schön an, unten wird es schmerzhaft und unangenehm. Und wenn das Windrad hier so am Hochgehen ist und dann sozusagen sich zu entfalten und frei zu sein und Glücksgefühle zu haben und komplett zu eskalieren, ist geil, aber ist auch einfach. Das gelingt jedem. Aber dann, wenn es dann wieder runtergeht und dann diese Phase kommt, wo es super unangenehm, super schmerzhaft wird, da dann sich durchzubeißen und trotzdem um jeden einzelnen positiven Gedanken zu kämpfen, den du nur aus dir rauskriegen kannst und wirklich das Optimale daraus zu machen, das ist dann wirklich das, was dich dann auf die nächste Stufe bringt und dann die nächste Schwungphase wieder komplett in die Höhe katapultiert. Weil sonst ist es immer so ein bisschen so ein Kreislauf. Während wenn du es schaffst, in dieser Schattenphase, da dich durchzubeißen und positiv zu bleiben und positiv das positiv umzuwandeln, dann katapultiert es dich komplett in die Höhe. Ja. Fire, genau, das ist das Stichwort. Also, das war meine Ausführung zum Thema Schatten und wir sehen uns morgen wieder. Peace.